Hallo, liebe Zuschauer. Hugh Grant ist gestern mit ernster Miene vor einem Gericht in London erschienen. Es ging um den Hackerangriff auf sein Handy. Um an private Informationen zu kommen, hatte ein britischer Verlag sein Telefon über mehrere Jahre abgehört. Das kommt dem Verlag jetzt teuer zu stehen. Gleich heißt es bei uns Rock Me Amadeus. Heute vor 20 Jahren war ein trauriger Tag für die Popwelt, für die Österreicher und Fans weltweit. Falco ist mit seinem Auto in den Tod gefahren. Wir erinnern uns an ihn und seine Erfolge. Also bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück. Hätten Sie das bayerische Cowgirl noch erkannt? Niki, sie war gerade mal 16, als sie mit dem Song Servus, mach's gut ihre ersten Hit landete. Lange haben wir nichts von ihr gehört, aber jetzt ist sie zurück. Sie singt im Duett mit Patrick Lindner. Meine Kollegin Nani hat die beiden getroffen. Hallo. In knapp einem Monat ist die Oscarverleihung. Vorher gab's wie immer ein großes Get-Together. Der Jüngste auf diesem Foto ist Timothée Chalamet, 22 Jahre alt und gerade Hollywoods absoluter Liebling. Er ist für einen Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller nominiert. Gut, zu seinen Konkurrenten gehören unter anderem Daniel Day-Lewis und Gary Oldman, aber wer weiß. Wir schauen uns den jungen Mann mal genauer an. Heute ist der 20. Todestag von Falco. Seit mir das heute Morgen klar war, habe ich einen Ohrwurm nach dem anderen im Kopf. Genie, Rock Me Amadeus, der Kommissar. Falco war eine Poplegende, aber er ist an seinem Ruhm zerbrochen. Aber seine Musik bleibt uns. Ihnen einen schönen Abend. Wir melden uns morgen wieder. Tschüss.